Hallo, es ist wieder Zeit für ein neues Aufgebraucht. Apropos neu, ein herzliches Willkommen an alle Neuzugänge da draußen. Wo kommt ihr eigentlich her? Hat euch die Orange geschickt oder kommt ihr von Sophie? Ist in den letzten Tagen irgendwie ein bisschen was passiert, deswegen habe ich mich gewundert. Also schreibt mir doch mal, wer euch eigentlich hierher gelotst hat. Und wie gesagt, noch einmal herzlich willkommen im kleinen Dilettantenstadel. Fangen wir an mit einem Produkt, was ich auch regelmäßig aufbrauche. Wofür ich eigentlich auch relativ lange brauche, deswegen seht ihr es nicht so häufig. Und zwar ist das von Bioderma hier die rosa Variante. Die benutze ich immer, um Make-up zu entfernen. Also normalerweise eigentlich mit Reinigungstüchern. Aber wenn ich morgens so ein bisschen rund um die Augen rumbrösel, weil ich zuerst die Augen schminke und dann den Rest, benutze ich das ganz gerne, um da so ein bisschen unter den Augen sauber zu machen. Und wie gesagt, wenn ich irgendwie mal wieder ein bisschen mehr Make-up drauf habe, dann auch ganz gerne das. Einmal komplett über das ganze Gesicht, bevor ich dann irgendwie mit einem Tuch oder normalem Reiniger reingehe. Finde ich ausgesprochen effektiv, würde ich deswegen auch immer wieder nachkaufen. Habe ich auch noch ein Backup im Schrank. Ein Gesichtsreiniger von Murad, den Essential Sea Cleanser. Den hatte ich mal als Probengröße bei einer Sephora-Bestellung mit dabei und fand den so gut, dass ich mir dann die Originalgröße nachgekauft habe. Der riecht so leicht orangig, aber jetzt nicht aufdringlich, schäumt auch nur ganz wenig. Ich finde, dass er die Haut nicht austrocknet. Bin mit dem wirklich sehr zufrieden gewesen, habe den sehr gerne morgens benutzt, aber auch jetzt in den letzten Wochen ganz gerne abends als Zweitreiniger, weil ich ja normalerweise mit einem Öl oder einem Balm zuerst das Gesicht irgendwie richtig reinige und dann halt noch mit irgendwas eher, wenn auch keine Seife drin ist, aber eher etwas Schäumendem hinterhergehe. Und da fand ich den wirklich sehr schön, würde den auch definitiv wieder nachkaufen. Ein Produkt, was ich auch nachkaufen werde, beziehungsweise schon nachgekauft habe, ist hier eine Handseife, die ist von Carex, Care Plus. Das ist eine Seife, die ich bei Boots gefunden habe. Hatte ich euch das, ich glaube, ich habe es in irgendeinem der Hauls mal erwähnt, als ich letzten Sommer in Bath war. Habe ich ja, oder ich mache mal Übernachtung via Airbnb, bei meiner, kann man das so nennen, Hostess, Gastmutter, habe ich diese Seife für mich entdeckt. Also es geht jetzt nicht speziell um die Seife, es geht eigentlich eher um den Duft, der ist nämlich Argan Oil und Cocoa und riecht extrem lecker. Da hatte ich mir dann bei Boots, wie gesagt, welche bestellt. Es funktioniert leider nicht, wenn ihr die von England nach Deutschland liefern lassen wollt, weil warum auch immer diese Care Plus Reihe die einzige ist, die halt nicht verfügbar ist. Wenn ihr müsst ja, wenn ihr auf die Bootseite geht, oben umstellen, in welches Land verschickt werden soll. Und sobald das halt außerhalb von der UK ist, könnt ihr zwar alle möglichen Sorten von Carex bestellen, aber halt leider nicht die. Jetzt hat sich Gott sei Dank irgendwie eine Freundin gefunden, die Anfang Dezember in London ist und sich erbarmt hat dann auf der Rücktour in Gatwick beim Boots auf der Departure-Seite wieder ein Paket für mich mitzunehmen. Das funktioniert nämlich sehr gut. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, mitbekommen habt, ihr könnt euch die Sachen bei Boots halt im Geschäft liefern lassen. Die haben unter anderem auch an den Flughafen-Stores. Und wenn ihr es auf der Departure-Seite abholt, dann habt ihr das Problem mit der Kontrolle vom Handgepäck nicht mehr, weil das ja logischerweise größer ist als 100 Milliliter, da sind 250 drin. Müsst also da nicht mehr durch die Kontrolle und könnt solche Sachen alle mitnehmen. Kleiner Tipp am Rande: Lieferung in den Shop ist auch immer kostenfrei. Also, da könnt ihr auch nur viermal Handseife bestellen, so wie ich es gemacht habe, und müsst dafür halt nichts extra bezahlen. Und on top waren sie noch gerade im Angebot für jeweils 1 Pfund pro Teilchen. Kommen wir zu einem Körperpeeling. Und zwar hatte ich von Bath & Body Works diese Champagne Apple and Honey Peeling Creme, wie auch immer man das nennen möchte, so eine Art Ölpeeling, also schon sehr, sehr schlonzi. Ein bisschen schwierig fand ich das Entnehmen, weil das Plastik doch relativ hart ist. Das Gute ist aber, ihr könnt das Teilchen hier unten abschrauben. Das geht ja leider auch nicht bei allen Peelings. Und dadurch lässt die sich nochmal ein bisschen besser zusammenquetschen. Von der Peelingwirkung her fand ich die sehr gut. Also, das ist schon mehr, also, es ist schon wirklich abrasiver. Jemand, der ein bisschen sensibel ist, mag das vielleicht nicht so, aber ich finde ja. So richtige Schrubbel-Schrubbel-Peelings ist ganz toll und das ist definitiv eins von der Sorte. Duft fand ich super, ist also auch ein Produkt, was ich auf jeden Fall nachkaufen werde. Wenn ich nächstes Jahr wieder drüben bin, dann gibt es wahrscheinlich die Reihe gerade nicht, also die Duftreihe, weil das ist jetzt so eine typische Herbst-Nummer.
Nummer mit den Äpfeln, was ich auch sehr schade finde. Ich finde, Äpfel gehen ja das ganze Jahr über. Noch ein Produkt, was ich mir bei Boots bestellt hatte, beziehungsweise auch mitgebracht habe, weil auch dieses Produkt, warum auch immer, online nicht verfügbar ist. Und zwar von Una Brennan, das Vitamin C Brightening Skin Renew Cleansing Oil. Da sind 200 ml drin und das ist auch so ein Produkt, was gefühlt nie zu Ende geht. Also da habe ich wirklich ziemlich lange gebraucht, um das aufzubrauchen. Fand es sehr effektiv, da ist der Orangenduft definitiv stärker. Also schon definitiv orangig. Finde ich ja persönlich sehr angenehm. Leute, die wie gesagt nicht viel übrig haben für intensive Düfte, vor allen Dingen in Gesichtspflege, sind da dann vielleicht so ein bisschen abgeturnt von, aber Reinigungswirkung super. Das ist halt, fand ich, vom Gefühl her beim Einmassieren, ist es halt ein dickeres Öl. Also Öl hat ja auch unterschiedliche Konsistenzen. Es gibt welche, wie zum Beispiel das Kamelienöl, die sind irgendwie so, die fühlen sich auch so richtig fein an. Das ist eher so ein, könnte man fast vergleichen, so mit Mineralöl. Also was halt, oder wie Honig, um es mal schöner zu formulieren, was halt so ein bisschen schwergängiger ist, wenn man es einmassieren will. Deswegen nehme ich davon dann auch mal ein bisschen mehr. Reinigungswirkung war aber sehr gut, hinterlässt auch keinen Film im Gesicht. Ist auch eine kostengünstige Variante. Also kann man auf jeden Fall kaufen. Ob ich es jetzt nachkaufen würde, ich muss gestehen, ich habe da noch so viele andere Produkte. Und es hat mich jetzt, also es war gut, aber es war halt nicht so, dass ich gesagt habe, oh wow, muss ich unbedingt wieder haben. Also nicht so zum Beispiel wie mein Murat Cleanser, der für mich halt irgendwie noch besser war. Aber es ist auf jeden Fall gut. Also es ist ein solides Produkt, da kann man gar nichts verkehrt machen. Dann habe ich von Darf, damals war intensiv verwöhnend, eine Körperlotion aufgebraucht. Das kam mal in irgendeiner Box. Weiß definitiv, dass ich es mir nicht gekauft habe. Der Duft scheint offensichtlich viele Leute anzusprechen. Denn ich wurde sehr häufig darauf angesprochen, wenn ich das benutzt habe. Das war bei mir immer meine Sportkörperpflege für nach dem Duschen. Die Pflegewirkungen fand ich auch ganz gut. Also ich fand den Duft okay, aber das ist halt so ein typischer Spa-Duft. Also jetzt auch für die Winterzeit, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil warm, nicht mega schwer, aber schon irgendwie, also schon intensiver Duft. Auch gut, gab es nichts zu meckern. Ob ich es jetzt nachkaufen würde, ich glaube nicht wirklich. Also es gibt zwar nichts dran zu meckern, aber dann, wie gesagt, gibt es auch da wieder Produkte, die mir einfach besser gefallen. Der Markt ist ja sehr groß mittlerweile. Von Nip plus Fab habe ich diese, wo man jetzt nichts mehr erkennen kann, diese Pads aufgebraucht. Das sind Pads, die getränkt sind mit Glycolic Acid. Also sind auch exfoliierende Pads. Das ist sozusagen, also normalerweise gibt es ja diesen Exfoliator in Flüssigform. Und bei dem ist es so, dass ihr da gleich Pads habt, die eben damit getränkt sind. Sind ganz normale Wattepads, jetzt auch nicht abrasiv oder irgendwas, weil es gibt ja auch die Variante, ich weiß gar nicht, wer die hatte. Eine Seite war glatt, die andere war zusätzlich halt noch so ein bisschen strukturiert. Riffel, Riffel. Und die fand ich sehr gut. Ich hatte ja die von, wer war denn das? Die hatte ich, glaube ich, letzten Monat aufgebraucht. Blende ich euch ein. Name ist mir gerade wieder entglitten. Hab die Verpackung vorm Auge, aber das hilft uns ja jetzt allen nicht weiter. Die fand ich effektiver, weil die, ich glaube, die Peelingwirkung hier war einfach intensiver. Bei den anderen war es ja so, dass ich nicht wirklich viel gemerkt habe. Und bei denen hat man, da sind übrigens 60 Pads drin gewesen, bei denen hat man tatsächlich so ein leichtes Tingeln gespürt. Also schon gemerkt, dass da irgendwas auf der Haut passiert. Die habe ich immer abends benutzt. Wie gesagt, von der Peelingwirkung her fand ich die sehr gut. Und die Reihe ist auch relativ günstig. Deswegen wäre das definitiv ein Produkt, was ich mir auch wieder zulegen würde. Und Nip & Fab sind auch regelmäßig bei Look Fantastic, glaube ich, im Sale. Von Ojon habe ich den Revitalizing Mist aufgebraucht. Das gute Stück hatte ich wirklich ewig.
Die Farbe hier unten ist übrigens nicht original, sondern da hatte ich noch ein bisschen was von dem Fan Silberweiß mit reingekippt. Einfach um dann auch gleichzeitig so ein bisschen den Gelbstich bei mir in den Haaren zu neutralisieren. Das waren 2-in-1 oder 2-Phasen-Spray oder ein Leave-in-Conditioner. Oben mehr milchig, unten mehr ölig, musste man kräftig schütteln. Roch sehr intensiv, ziemlich süßlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das dieses Ojan-Oil, ob das der typische Duft ist. Also jedenfalls, wenn man den reingesprüht hat in die Haare, der Duft hält sich halt. Also wenn man den nicht mag, dann ist es, glaube ich, etwas ungünstig, weil der einen tatsächlich noch so am nächsten Tag mit begleitet. Und wenn man ganz genau schnuppert, auch noch den Tag danach. Also wer den Duft mag, der ist natürlich darüber dann auch sehr froh, wenn das ewigen 3 Tage in den Haaren hält. Von der Pflegewirkung her fand ich den sehr gut, ist aber, glaube ich, wirklich nur was für Leute, die tatsächlich sehr trockene Haare haben, weil das die Haare schon, hängt wahrscheinlich davon ab, auch wie viel man benutzt, aber die Haare tatsächlich schon so ein bisschen beschwert. Da musste man also aufpassen, dass man nicht zu viel reinballert, aber ansonsten sehr effektiv. Würde ich allerdings jetzt aufgrund des Duftes nicht mehr unbedingt in Erwägung ziehen. Da gibt es von Pureology ein anderes Produkt, was genauso gut ist von der Pflegewirkung her, wo mir der Duft aber eher zusagt. Dann haben wir hier noch ein Haarteilchen und zwar von Kiehl's das Amino Acid Shampoo. Das hatte ich irgendwann auch mal als Probe bekommen, glaube ich, in irgendeiner UK-Box. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, wo das herkam. Es stand doch bei mir ewig 3 Tage rum und ich habe es irgendwie nicht wirklich mit dem Hintern angeguckt. Wer hatte dann drüber gesprochen? Ich glaube, Fleur de Force hatte dann irgendwann mal darüber gesprochen, dass sie mit den Haarpflegeprodukten von Kiehl's irgendwie so gute Erfahrungen gemacht hat. Hatte dann auch speziell diese Reihe, die übrigens mit Kokosnussöl, genau, sehr Conditioner versetzt ist, hatte halt darüber gesprochen, dass das halt auch für trockene Haare besonders gut ist. La la la. Und dann dachte ich mir, Sekunde mal. Ich glaube, dieses Produkt steht irgendwo bei mir im Bad rum. Und tatsächlich, es war da. Ich habe es benutzt und war mit dem auch wirklich richtig zufrieden. Habe es jetzt auch habe ich schon gesehen, in meinem Kiehl's Adventskalender mit drin und freue mich da schon sehr drauf, weil ich das wirklich sehr effektiv finde. Also, wie gesagt, gerade für trockene Haare sehr schön. Wäre für mich oder ist ja in dem Sinne für mich schon ein Nachkaufprodukt, weil, wie gesagt, war auch einer der Gründe, warum ich mich halt für den Kalender entschieden habe. Und der Conditioner ist, glaube ich, auch drin. Den hatte ich nämlich noch nicht ausprobiert und da freue ich mich auch schon drauf, den zu testen. Und noch ein Haarteil, das ist dann aber wirklich das letzte Haarteilchen von Christophe Robin. Da habe ich die Regenerating Mask mit Rare Prickly Pear Seed Oil. Das war so ein kleines Teilchen, was ich mal zu einer Bestellung dazu bekommen habe. Der Duft ist jetzt nicht ganz so meins. Ist halt auch schon eher so in die Maskrichtung, so relativ schwer. Aber die Pflegewirkung von dem Zeug war bombastisch. Man brauchte wirklich nicht viel. Also ich dachte erst, so dieser kleine Pott, wie viel waren da drin? Plüm, plüm. 50 Milliliter. Ich dachte erst, damit kommt man ja nicht weit, gerade wenn man so lange Haare hat wie ich. Aber du brauchst wirklich nicht viel davon. Das verteilt man halt in die Längen, muss es auch gar nicht lange drauf lassen. Was haben die geschrieben? 2 bis 3 Minuten. Ich habe es auch wirklich nicht länger drin gelassen. Ist übrigens ohne Parabene, ohne Silikone, SLS und ohne Farbstoffe. Also auch wieder so ein sehr natürlicher Ansatz bei der Marke. Eine hochpreisige Marke, aber ich glaube von der Qualität her einfach wirklich super. Und danach haben sich meine Haare ganz toll angefühlt. Ich habe ja auch schon den Conditioner von ihm aufgebraucht und bin jetzt gerade dabei, weil Conditioner geht bei mir immer wesentlich schneller, das Shampoo aufzubrauchen und auch mit dem bin ich super zufrieden. Da muss ich mal gucken, ob ich in den sauren Apfel beiße und die Talerchen für rausschmeiße. Danach hätte ich jetzt eigentlich mal gucken können, ne? Aber ist ja noch Black Friday Wochenende. Vielleicht erwische ich das Ding ja irgendwo noch günstiger. Wenn ihr bereit seid, für Haarpflege mehr Geld auszugeben, dann solltet ihr euch die Marke auf jeden Fall mal angucken. Finde ich sehr gut. Ein Produkt, was ich schon mehrfach gezeigt habe, ist von Rowan Alchemist die Vanilla and Orange Peel Handcreme. Auch da ist wieder eine leer gegangen. Die liebe ich ja wirklich. Ich liebe ja diesen Duft. Wieder Orange. Ihr seht ein Thema bei mir. Und auch die Pflegewirkung ist super. Also jemand, der richtig, richtig, richtig trockene Hände hat,
Für den ist das vielleicht nicht unbedingt die beste, aber für mich ist die absolut ausreichend, die Pflegewirkung. Ist jetzt so, dass ich sie nicht unbedingt tagsüber benutzen würde, weil sie schon so einen leichten Film hinterlässt, beziehungsweise eine Weile braucht, bis sie einzieht, aber das ist ja dann nachts auch egal, ne? Wenn ihr abends im Bett liegt und euch die Fingerchen eingeschlunzt habt. Und ich finde halt diesen Duft auch so toll, weil gerade wenn man irgendwie abends dann sich die Hände nochmal einkrebt und ins Bett geht, und ich weiß nicht, wie ihr schlaft, aber bei mir sieht das ja meistens so aus, habt ihr ja die Hände irgendwo in der Nähe von der Nase, und dann finde ich diesen Duft einfach auch so schön beruhigend. Definitiv ein Nachkaufprodukt. Von Jolique habe ich einen Rosewater Balancing Mist aufgebraucht. Der kam, glaube ich, in einem Sephora-Set, was ich letztes Jahr bestellt hatte. Den habe ich einfach nur mal so aus Neugierde ausprobieren wollen. Riecht wirklich tatsächlich sehr rosig. Allerdings eher so klassisch rosig. Ich liebe ja den Duft der Westerlandrose. Falls ihr die kennt, die riecht halt auch so ein bisschen zitrisch-apfelig. Also anders als dieser klassische, manche würden sagen muffige Rosenduft. Die ist eher so klassische, also dieser Mist ist eher so klassische Rose. Ich habe jetzt, was soll man sagen, bei diesen Spritz-Dingern, das ist, glaube ich, auch eher so eine Art Ritual, so ein bisschen pampern, irgendwie so der extra Step, der dafür sorgen soll, dass man, wenn man dann irgendwie mit diesen zig Schritten nicht überfordert oder genervt ist, der halt so ein bisschen zum Wohlbefinden beiträgt. Aber ich würde es jetzt nicht nachkaufen. Also das war einfach nichts, was mir irgendwas gegeben hat. Also wäre der Duft ein anderer, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, kann man sich angucken. Aber so ist es halt ein Produkt, was nicht unbedingt nötig ist. Und deswegen würde ich dafür jetzt auch kein Geld ausgeben. Dann habe ich hier unten von Caudalie eine Zwergi-Probe. Der Anti-Wrinkle, also aus der Polyphenol-Reihe, Augen- und Lippencreme. Ich bin ja immer was erstaunt, wie lange man mit so einem kleinen Ding hinkommt. Hier waren 1,5 Milliliter drin. Aber man braucht ja jetzt auch nicht wirklich viel von Augencreme. Und die fand ich richtig gut, sehr effektiv. Vertrage ich auch sehr gut im Augenbereich. Da kann ich ja leider auch nicht alles benutzen. Caudalie geht da bei mir irgendwie immer. Eine sehr schöne Linie. Ich habe ja einen sehr trockenen Augenbereich. Da hat die aber wunderbar irgendwie gegengesteuert, hat die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Steht definitiv auf der Liste. Ich gucke ja immer nach solchen Sachen, also wie gesagt, wenn es so eine Sachen gibt wie jetzt irgendwie dieses Black Friday-Wochenende oder generell, wenn irgendwo mal wieder Aktionen sind, dann gucke ich immer, ob solche Produkte mit dabei sind. Da lohnt sich dann 20% schon, weil die jetzt auch nicht unbedingt so günstig sind. Kommen wir zu einem gar nicht günstigen Produkt. Das ist hier von Verso, die Date Cream. Mit Retinol 8, das soll irgendwie 8-mal wirksamer sein als andere Vitamin A-Produkte. Das war eine Größe, die hatte ich, so eine 15-Milliliter-Probe, die hatte ich, glaube ich, mal in einer Cult Beauty Goodie Bag drin. Und ich fand die Creme gut. Was ich an der ganz interessant fand, weil Retinol und Tagespflege gingen bei mir vom Kopf her erstmal irgendwie nicht zusammen, weil ich bis jetzt nur Produkte kannte, die man halt abends benutzt. Die benutzt man, wie gesagt, tagsüber, und die hat auch einen Lichtschutzfaktor von 15 drin. Ja, das heißt ja immer, dass man gerade, wenn man solche Sachen benutzt, eben tagsüber darauf achten muss, dass man Lichtschutzfaktor benutzt. Sollte man sowieso, aber eben besonders, wenn man solche Produkte benutzt. La la la, ihr kennt das ja bestimmt alle. Die scheint tatsächlich auch ziemlichen Wumms zu haben, weil ich die nicht jeden Tag benutzen konnte. Ich habe nämlich dann gemerkt, das ist, glaube ich, auch so eins dieser typischen Symptome, wenn man Retinol benutzt, dass meine Haut anfängt, sich so ein bisschen zu pellen. Das ist bei mir besonders extrem immer so im Nasenbereich. Und da ging es dann tatsächlich auch los. Also scheint da auch irgendwas in der Hautoberfläche zu passieren. Ich bin auch der Meinung, dass meine Haut in den letzten Wochen irgendwie ganz zufrieden aussieht. Also obwohl ich gerade relativ viel rumprobiert habe, aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Creme liegt, und ich muss auch gestehen, wir sind hier bei einem Preispunkt von 120 Euro oder so, dass ich da momentan noch nicht bereit bin, so viel für auszugeben. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich was macht, was sie auch sollte zu dem Preis, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht immer gesagt. Mal gucken. Vielleicht in ein paar Jährchen oder so. Aber wer weiß, wo die Wissenschaft dann schon wieder gelandet ist. Dann habe ich hier eine
Probe vom, wie ist das gute Stück? Restorative Cream Oil von Chanel. Das ist jetzt auch eine neue Pflege, die sie rausgebracht haben. Hatte ich von Douglas ein, wieder so ein Coupon-Dingens, was man dann im Laden einlösen konnte. Die fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Das war schon eher so eine reichhaltige Variante, die ich jetzt auch abends benutzt habe. Aber ich finde die Chanel-Sachen auch immer ziemlich... Also das ging noch, fand ich, von der Parfümierung, aber viele sind dann halt doch schon extrem parfümiert und was auch immer die da benutzen, scheint sich mit meiner Haut irgendwie nicht ganz so gut zu vertragen. Also die war jetzt okay, da hatte ich keine Probleme mit. Allerdings hat die jetzt auch nicht wirklich lange gereicht. Ich glaube, ich habe die eine Woche oder so abends benutzt. Wie gesagt, hatte da halt keine Probleme mit der Haut, aber ich habe schon diverse Produkte von Chanel benutzt und hatte dann tatsächlich Probleme, dass meine Haut, also dass ich irgendwie plötzlich Unreinheiten bekommen habe und so, die vermutlich damit zu tun haben. Deswegen für mich jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufkandidat. Von Murat aus dieser gleichen Reihe, aus der auch der Gesichtsreiniger stammt, hatte ich hier auch so eine kleine Größe. Das war ein Set gewesen, was sie bei Sephora mal verkauft haben, mit dieser Zwergengröße von Augencreme, die erfreulicherweise Lichtschutzfaktor von 15 hat, was ich schon mal sehr gut fand. Auch die hat ewig gereicht, habe ich zum Verreisen mitgenommen und auch die hat mir sehr gut gefallen. Logischerweise da Lichtschutzfaktor, habe ich sie dann tagsüber benutzt. Hat sich super gemacht unterm Concealer. Mit der war ich richtig zufrieden und da würde ich auch definitiv einen Nachkauf in Betracht ziehen. Und dann habe ich hier noch von Astalift das Jelly Aquarista, ein Rejuvenating Concentrate, also ein Verjüngungskonzentrat. Und da ist noch so ein ganz kleiner Rest drin, ich wollte euch den mal zeigen, wie das aussieht. Das war so eine ganz eigenwillige Textur, so ein bisschen wie Götterspeise, nur in Orange. Astalift ist übrigens von Fujifilm, was ich dann auch schon wieder so ein bisschen eigenwillig finde. Eine, also für mich eigentlich nur von Fotofilm bekannte Firma, die auch Gesichtspflege macht, ist schon schräg. Wie gesagt, diese Textur war einfach, das ist so ein Teil für Leute, die auch gerne mit Essen spielen. Weil dieses, wie gesagt, wie Götterspeise, das trug sich auch so auf. Also es war so ein, fühlte sich dann immer so ein kleines bisschen klebrig an, zog aber ganz gut ein in die Haut. Und das Witzige war, wenn ihr was rausgenommen habt aus dem Teilchen und den Deckel zugemacht habt und das beim nächsten Mal benutzen wolltet, dann war die Oberfläche wieder spiegelglatt. Also als wäre nichts passiert, als hätte da nie einer reingepatscht. Das war irgendwie ein interessantes Produkt. Also es war immer so ein kleines Highlight am Tag, wenn man so einfach gestrickt ist wie ich. Oder sich über solche Sachen beömmeln kann. Das ja, passiert bei mir ja auch. Also es war ein interessantes Produkt. Bin mir nur nicht sicher, ob ich es auch wirklich nachkaufen würde. Also für den Fun-Faktor schon. Was jetzt so die Wirkung anbelangt, habe ich ehrlich gesagt keinen großartigen Unterschied feststellen können. Also da gab es durchaus Serien, die irgendwie mehr Umf hatten als das Ding. Aber wenn ihr mal dieses Set seht, da gibt es ein Set bestehend aus dem Reinigungsöl, was ich ganz gut fand, dem und ich glaube einer Tagescreme oder einer Nachtcreme, dann solltet ihr es einfach mal ausprobieren. So, damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Dann hoffe ich, es geht euch gut. Wir sehen uns bald wieder. Und ja, ihr habt dieses Wochenende, dieses Crazy inklusive Cyber Monday irgendwie gut überstanden. Ansonsten, ja wie gesagt, verratet mir mal, wo ihr Neuzugänge alle herkommt. Und dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.